Bei den Sankt-Wolfganger-Tagen steckten heuer 200 Experten des gemeinnützigen Wohn- und Bausektors die Köpfe zusammen. Schließlich gibt es viele aktuelle Herausforderungen zu meistern. Klimaziele wollen erreicht, explodierende Baukosten abgefedert und junge Menschen bei der Schaffung von Eigentum das Leben erleichtert werden. Neben all diesen Themen war auch Ehrengast Wolfgang Schüssel mit seinem neuen Buch zu Gast. Sankt Wolfgang, an 362 Tagen im Jahr, einfach ein malerischer Ausflugsort im Salzkammergut. An drei Tagen aber der Dreh- und Angelpunkt der gemeinnützigen Wohn- und Baubranche Österreichs. Zu diskutieren gab es bei den Sankt Wolfganger Tagen nach einem Jahr Leerlauf besonders viel. Zu genießen aber auch, etwa das inspirierende Ambiente am Wolfgangsee und ein köstliches Dinner beim Get-Together. Sogar Bundeskanzler außer Dienst Wolfgang Schüssel ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen. Nicht nur um ein paar Anekdoten aus seinem neuen Buch zum Besten zu geben, sondern auch um seine Gedanken zum Bauen und Wohnen in Zeiten des Klimawandels zu teilen. Aber insgesamt, glaube ich, steckt natürlich im Baubereich wahnsinnig viel Musik drinnen. Ob es um den Klimawandel geht, die Gemeinnützigen in ganz Österreich haben ungefähr 1 Million Wohnungen. Was es bedeuten würde, hier zu sanieren, zu erneuern, klimagerecht Dächer zum Beispiel mit Solar zu versehen, mit Panels zu versehen. Das wäre eine ganz gewaltige Geschichte und könnte unheimlich viel zu unserer Lebensqualität beitragen. Zur Lebensqualität der Gesellschaft etwas beitragen. Das wollten auch jahrzehntelang zwei Kapuzunder der Wohnungsgemeinnützigkeit. Sie erhielten anlässlich der bevorstehenden Pension die Ehrenmitgliedschaft der AGE Eigenheim. Das Modell der österreichischen Wohnungsgemeinnützigkeit, das seit vielen, vielen Jahrzehnten funktioniert, ist letztlich ein Modell, das von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Stakeholdern getragen wird, die aber auf ein Ziel gerichtet war, nämlich leistbaren Wohnraum für die Menschen zu schaffen. Klimaschutz, sommerliche Überwärmung ist jedenfalls ein brisantes Thema. Wir haben heute gehört, die Sanierungsrate, sie muss erhöht werden, um da ganz einfach die CO2-Ziele zu erreichen. Der Themenkomplex Wohnen und Klimaziele ist das eine. Gefachsimpelt wurde aber auch zum aktuellen Wohnrecht im Allgemeinen und zur Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes sowie zum Vergaberecht im Besonderen. Beim Workshop zur jüngsten Netzwerkinitiative Next Generation brütete die Nachfolgegeneration bereits über ersten Ideen. Da hat man festgestellt, dass doch alle Genossenschaften dieselben Themen beschäftigen, was sehr gut ist, weil das fördert natürlich den Austausch und es gibt ein paar Ideen, aber es ist alles noch am Ausarbeiten. Dass die Tagung so produktiv verlief, freute natürlich auch den Veranstalter. Erstens habe man sich über die Erfahrungen aus dem Pandemiejahr austauschen können. Das zweite war, dass wir einen bunten Mix an Referaten angeboten haben, wo viele, viele Themen dabei waren und somit für jeden und jede, die da waren, auch etwas dabei war. Was sich bei den Vorträgen herauskristallisierte, dass eine der größten Hürden derzeit die explodierenden Material- und damit Baukosten sind. Für heuer rechnet man mit einer sage und schreibe 20-prozentigen Preissteigerung. Entsprechend immer teurer wird damit auch der Wohnungssektor. Womöglich haben ja aus Gründen der Ermutigung einige besonders gern das Buch des Ehrengastes mit dem bezeichnenden Titel erstanden. Was Mut macht, ist vielleicht auch ein ganz gutes Motto. In der Wohnbaupolitik gibt es ja keinen Ideenschutz, da sollte man die besten Ideen einfach verwenden.